Calypso. Realm Forge. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Let's Play-Reihe von Dungeons 2. Und die Frage, die uns natürlich beschäftigt, ist, kann Dungeons 2 an, sag ich mal, den Genre-Breaker mit Dungeon Keeper, kann es anknüpfen? Ja, das ist sowieso immer die grundsätzliche Frage bei den ganzen Spielen und im Augenblick erscheinen ja wirklich einige Spiele in diesem Bereich. Ja, lasst uns einfach mal reingucken, ja? Mr. Evil empfängt uns ja. Wir starten auch gleich rein und nehmen uns die Einzelspielerkampagne vor. Also viel Spaß! Die Schlacht um Königschlund. Es war einmal ein Königreich voller Blumen und Regenbögen, in dem immerzu die Sonne schien und eben mit all diesem anderen Gutmenschenkrempel. Bambi. Dort lebte die Allianz der abscheulich guten Völker in unverdientem Reichtum, Wohlstand, Saus und Braus. Doch es gab von dort auch einen Weg, der zu einem anderen Ort führte. Am Ende dieses Weges, hinter einem Loch im Felsen, lebte das absolute Böse. Nicht in einem simplen, schmutzigen, nassen Loch, das nach Schlamm und Moder roch, sondern in einem nach dem letzten Schrei der Finsternis eingerichteten Dungeon, vor dem sogar die Dunkelheit selbst Angst hätte. Das war die Heimat zahlreicher unschuldiger Monster, die dort ein fröhliches und zufriedenes Leben im Einklang mit ihrer Umwelt genossen. Doch immer wieder kam das ekelerregend wohlduftende Gute in diese Unterwelt, auf der Suche nach Schätzen und Erfahrungspunkten. Viele ganz und gar nicht unschuldige Monster fanden dabei den Tod. Aber schlimmer noch, die Schätze des absoluten Bösen wurden gestohlen. Eines Tages, als wieder ein paar Helden seinen Dungeon geplündert hatten, war es dem absoluten Bösen zu viel und es beschloss, etwas Neues, etwas Ungeheuerliches zu tun. An die Oberfläche zu gehen. Die Allianz versuchte, sich zu wehren, doch die anrollende Horde des Bösen schwappte über sie hinweg, wie eine zornige Welle aus Äxten, Zähnen, Haaren und schlechtem Atem. Nach zahlreichen unerbittlichen Schlachten stand das absolute Böse schließlich vor der Hauptstadt der Allianz, Königsschlund. Ja, und das sind wir, das ist Mr. Evil. Nach zahlreichen Schlachten erreichten die Truppen des absoluten Bösen schließlich die Hauptstadt der Allianz, Königsschlund. Die lachhaften verbliebenen Kräfte des Guten hatten sich hier eingefunden und machten sich für die letzte Schlacht bereit. Das Böse würde einen hohen Preis bezahlen müssen, um die Festungsmauern zu erstürmen, dachten sie. Plötzlich hörte man in der Nähe ein Grollen. Steine barsten auseinander und gaben einen alten Pfad in die Tiefen frei. Aus der Dunkelheit schälte sich langsam das unbesiegbare Böse. Mit mächtigen Schritten setzte sich das unaufhaltsame Böse in Richtung der Front in Bewegung. Für den Fall, dass es vergessen haben sollte, wie das funktioniert, wurde ihm eine formidable Hilfefunktion eingeblendet. Ja, wunderbar. Ja, das sind wir, Mr. Evil. Und wir haben, so wie ich das verstanden habe, die Schnauze voll von Regenbögen, Blumen und ja, Helden, die einfach immer so in unsere Dungeons reinspazieren, unser Gold nehmen, unsere Monster fahren, ne? Haben wir echt die Schnauze voll? Ich sagte, mit mächtigen Schritten setzte sich das unaufhaltsame, aber etwas schwerfällige Böse in Richtung der Front in Bewegung. Ja, ich gehe ja gleich. Ich wollte ja eigentlich nur... Ach, was soll's, ne? Gehen wir einfach, damit der Ruhe gibt. Die Gegenwart des absoluten Bösen machte sich auch im Land bemerkbar. Gras verdorrte,
Die Milch wurde sauer und teilweise gab der Boden nach und den Blick frei auf blubbernde Lava. Ja, wir sind an der Oberwelt und wenn wir an der Oberwelt ein Gebiet quasi erobern, dann verändert sich das. Man sieht das vorher, wo grüne Bäume sind, sind verwelkte Bäume, Lava schießt aus dem Boden und so weiter und so fort. Selbst der Wald hielt der Aura des ultimativen Bösen nicht stand und zog sich zurück. Ein paar Einheiten der Allianz hatten sich hier verschanzt. Zielstrebig bewegte sich das absolute Böse auf diese Ziel, um sie mit seiner mächtigen Waffe niederzustrecken. So, gehen wir einfach weiter. Ich komme hier, glaube ich, gar nicht so dazu, irgendwas großartig zu erzählen. Das absolute Böse hatte ein Abzeichen entdeckt. Durch legendäre Auszeichnungen wurden Kreaturen noch mächtiger. Allerdings konnte eine Kreatur immer nur ein Abzeichen tragen. Mit gierigen, flammenden Augen nahm das heimtückische Böse die blutige Szenerie des Schlachtfeldes in sich auf. Hier würden die letzten Verteidiger des Guten sterben. Das Zeitalter des Bösen bräche. So, wie kommen wir denn da runter? Ja, was mir besonders gut gefällt, ist dieser WoW aus WoW, World of Warcraft, Comic-Style, ne? Wie in den alten. Hat so einen Touch von diesen alten. Ja, ich gehe gleich. Ich wollte ja eigentlich nur mal kurz so sagen, dass ich das echt gut finde. Also sieht sehr schön aus. Die Schosse der Allianz-Katapulte verdunkelten den Himmel, aber die Kampffähigkeiten der Horde erreichten in der Finsternis ihren Höhepunkt, wenn sie denn überleben. So, jetzt gibt's Mische hier. Das Gute zu besiegen fiel dem unaufhaltsamen Bösen so leicht, wie einem Kind den Lolli aus dem Stummelfingerchen zu hauen. So gut, wir gehen hier unten weiter. Das absolute Böse schritt, einem Kriegsgott gleich, durch die Reihen der Verteidiger und schickte sie mühelos zu Boden. Das absolute Böse zerstörte mit Leichtigkeit das östliche Lager der Verteidiger. Nun leistete nur noch ein lächerliches Lager den absurd bösen Widerstand. Aber auch dieses würde nicht lange standhalten können. Oh, ich guck mal ganz kurz bei Missionen. Okay, da kommt man nicht hin. Das absolute Böse zerstörte mit Leichtigkeit das westliche Lager der Verteidiger. Die Verteidiger vor der Stadt waren geschlagen und am Boden. Nun war es an der Zeit, Königs Schlund anzugreifen. Die finale Schlacht stand bevor. Man traut sich schon bald gar nichts zu sagen, weil der ständig dazwischen quatscht, der Erzähler, ne? Eigentlich würde ich den ja gerne mimen, aber es soll wohl nicht sein. Das Stadttor war fest verbarrikadiert durch die Bogenschützen der Allianz. Doch das absolute Böse würde sich von solch einem ridikülen Hindernis kaum aufhalten lassen. Also los, vernichte sie endlich! Das absolute Böse nutzte seine übermächtigen Zauberkräfte, um diese Bogenschützen auszuschalten und das Tor der Stadt zu öffnen. Okay, das war nichts mit den Zauberkräften. Mit seinen Legenden, warte kurz, es kommt gleich, deren Kräften zerstörte das absolute Böse mühelos das Hindernis und löschte zugleich eine ganze Gruppe von Verteidigern aus. Wahre Geschichte, der Weg in die Hauptstadt war nun frei.
Das absolute Böse zögerte keine Sekunde. Na, dann gehen wir mal in die Hauptstadt rein. Das heimtückische Böse betrat Königsstadt. Ein kleines, lächerliches Häufchen Verteidiger stellte sich ihm in den Weg. Plötzlich öffneten sich die Türen mehrerer Häuser der Stadt und mit lautem Gebrüll stürzten sich Verteidiger in vieltausendfacher Zahl auf das überraschte Böse. Ein Hinterhalt! Das unbezwingbare Böse hatte die Verteidiger geschlagen. Königs Schlund war sein. Zumindest dachte es das. Aus dem Nichts tauchten plötzlich die letzten Helden der Allianz auf. Ein weiterer Hinterhalt? Doch halt! Diesmal schien etwas anders zu sein, denn die Helden hoben die Hände und setzten zu einem unverständlichen Singsang an. Ein magisches Ritual? Das verhieß nichts Gutes. Also, tatsächlich verhieß es durchaus etwas Gutes. Es sei denn, man war das absolute Böse. Victory. Und damit haben wir die erste Mission, quasi die Tutorial-Mission, ne? Fertig. Und dann starten wir rein in ein neuer Anfang. Die letzten Helden des Landes hatten sich zusammengetan und huben zu einem mächtigen Bannspruch an. Mit einer drohenden Geste und einem "Ich komme wieder" auf den Lippen versank das absolute Böse, wurde gebannt und seine Essenz zersprang in mehrere Teile. Seine Schreckensherrschaft war beendet. Die guten Völker der Oberwelt jubilierten und für ihre Allianz begann ein Zeitalter des Friedens. Die bösen Kreaturen wurden in den Untergrund verbannt, aus dem sie gekommen waren. Verdammt dazu, als Kanonenfutter für vergnügungssüchtige Abenteurer zu dienen. Versteckt an den unzugänglichsten Orten der Welt ruhten indes die verbliebenen Aspekte des absoluten Bösen. Niemals wieder sollte es das Licht der Oberwelt erblicken. Den Ring kann nicht, glaube ich. Hm? Du auch, oder? Tief unter der Erde erwachte das ultimative Böse. Zwergenkrieger sind nicht nur gut gepanzert, sie haben auch eine Aura, die ihre Verbündeten stärker macht. Lästig. Die Hand des Terrors erhob sich, gesteuert durch das ultimative Böse. Los, Hand des Terrors! Erhebe dich doch endlich! Ja, ich mach ja schon. Der drängelt aber auch einen rum, es ja? Es war wohl vernünftig, den Raum zu erkunden. Dazu musste zunächst Licht gemacht werden. Noch nicht hell genug. Im Licht konnte man nun einen alten Thronsaal ausmachen. Die Umstände blieben rätselhaft. Die Hand des Terrors flog durch den Thronsaal, jedem Gedanken des ultimativen Bösen folgend. Nach ein paar Flugübungen konnte das ultimative Böse die Hand mühelos steuern. Es war an der Zeit, Kreaturen hervorzurufen, die ihm ergeben waren und für ihn die Drecksarbeit verrichten würden. Schnodderlinge waren der Bodensatz eines jeden Dungeons und kümmerten sich um dessen Instandhaltung. Flugs heuerte das expandierende Böse einen an. Na, dann machen wir das doch mal. Besorgen wir uns einen Schnodderling. Der erste Schnodderling erschien und war bereit für die Arbeit im Dungeon und dazu vor dem ultimativen Bösen im Staub zu kriechen. Schnodderlinge waren wichtig für das ultimative Böse, denn sie kümmerten sich um viele wichtige Kleinigkeiten, wie beispielsweise das Ausgraben neuer Flächen. Das psionisch begabte Böse spürte etwas Wichtiges, das im Süden verborgen war.
Es wies seine Schnodderlinge an, in diese Richtung zu graben. So, ich mache eben noch mal die Tutorial-Sachen hier zu. Da kniet der kleine Schnodderling. Ich will euch den mal zeigen, weil was ich besonders toll finde, das ist wirklich, ja, die stylische Grafik, ne? Ich nehme jetzt mal den Schnodderling. Die Schnodderlinge nicht, was, ne, sie tun. Und halt den hier mal in die Kamera. Sieht der geil aus, ja? Also cool animiert wie im Video, ohne Scheiß, ne? Mit einer Kerze auf dem Kopf. Du nicht neben Kerze. So, dann schmeißen wir den mal wieder weg. Das Ultima, flink wie ein feiges Huhn, machte sich ein Schnodderling auf den Weg zur markierten Stelle und hub an zu graben. So, und jetzt sind wir ja eigentlich auch im eigentlichen Dungeon-Style drin. Ja? Und siehe da, die Kreaturen des erfreuten Bösen waren offenbar fleißiger gewesen, als es gedacht hatte. Ein großartiger Dungeon hatte sich hinter der Wand verborgen. Alles war bereits vorhanden. Türen, Fallen, eine gut gefüllte Schatzkammer. Moment, Schatzkammer? Wo ist hier bitte schön eine Schatzkammer? Tja, nun gut, bei diesen herrenlosen Schnodderlingen durfte man nicht zu viel erwarten. Zunächst musste einiges Gold ausgegraben werden, um Platz für eine Schatzkammer zu schaffen. Flugs markierte die Hand des Terrors einige kleine Goldadern, damit die Schnodderlinge diese ausgraben könnten. Nachdem die Goldader markiert eben war, machte sich alsbald jetzt haben wir mehr. Schnodderling auf den Schnupfi, Weg Schnüppel, Schnuppi, für das gierige Böse abzubauen. Schnorni und Schnösi. Wir wollen natürlich, dass die ein bisschen schneller arbeiten, ne? Deswegen steigern wir mal kurz die Arbeitsmoral. Bewegung. Nachdem das Gold zum Großteil abgebaut war, errichtete die Hand des Terrors flugs eine Schatzkammer an dieser Stelle, um das Edelmetall auch lagern zu können. Alles klar, dann hier klicken wir unten in Räume an und markieren das hier als Schatzkammer. Mit Bravour meisterte das clevere Böse diese Aufgabe. Von nun an konnten Schnodderlinge abgebautes Gold in einer Schatzkammer lagern, wo es dem gierigen Bösen zur freien Verfügung stand, weitere Räume zu errichten oder neue Kreaturen anzuwerben. Schnodderlinge waren zwar schön und gut, aber zu schwach und zu feige, um den Dungeon verteidigen zu können. Nachdem es sich selbst nicht wehren konnte, würde das ultimative Böse einige Orks anheuern müssen. Doch diese verlangten nach Nahrung. Flüssiger Nahrung. Bier, um es ganz präzise zu sagen. Als nächstes war es also angeraten, eine Brauerei zu errichten. Dafür musste zunächst Platz geschaffen werden. Das ultimative Böse hatte das Gefühl, dass seine Diener nicht richtig spurten. Ob ein beherzter Klaps der Hand des Terrors die Arschbacke des Niedrigen das wohl ändern würde? Mit einem freundlichen und überhaupt nicht behutsamen Klaps ermunterte das sadistische Böse seine Kreatur dazu, gefälligst schneller zu arbeiten. Gut, dann haben wir jetzt hier schon mal ausgegraben. Ich will ihm ja eigentlich nicht den Platz für eine Brauerei dazwischen platschen. Zur Verfügung. Okay. Und mit dem Schnippen eines Fingers des Terrors wurde der Raum gebaut. Sehr gut, doch der jüngst errichteten Brauerei fehlte ein Braukessel. Mit einem resignierten Seufzer kümmerte sich das überarbeitete Böse auch noch darum. Ist das nice hier? Das ist jetzt hier die Brauerei und da hängen kleine bayerische Flaggen dran, ne? So, wir müssen jetzt aber noch einen Braukessel errichten. Ohne große Mühe errichtete das fleißige Böse einen Braukessel, um so schnell wie möglich Wogen köstlichen Bieres herstellen zu können. Einer der Schnodderlinge begann am Braukessel zu arbeiten.
Das nostalgische Böse verschob Gedanken an Oktoberfest und Blasmusi auf später. Jetzt standen wichtigere Aufgaben an. Sowohl Bier als auch Gold waren im Dungeon nun vorhanden. Es war an der Zeit, zum Schutz gegen gierige Helden und was sich sonst noch im Untergrund herumtrieb, einige Kreaturen zur Verteidigung anzuheuern. Momentan waren lediglich noch einfache Orks dem ultimativen Bösen treu ergeben. Der Rest der Horde hatte sich schwer betrunken und in alle Winde verstreut. Ja, und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ein paar abschließende Worte wollte ich dann doch noch sagen, ohne dass der Erzähler ständig redet. Ja, wir haben hier wirklich eine, was mich schon von vornherein froh stimmt, eine echt schöne Grafik, ne? Also eine echt stylistische Comic-Grafik, ne? Die wirklich, wirklich echt liebevoll gemacht ist, ne? Anders kann man das gar nicht sagen, ne? Und das Tutorial mit den Erzählern, ne, ist sehr witzig, ne? Ein paar Anspielungen, ne, auf zum Beispiel Barney Stinson, Legend, Moment, es kommt gleich, der, ja, gefällt mir alles sehr gut, ja, und wir werden in der nächsten Folge dann die Kampagne weiterspielen. Ich hoffe, es gibt für mich dann halt auch nochmal Gelegenheit, ab und zu mal was zu sagen, ne, weil der Erzähler redet ja doch schon ziemlich viel, ne. Und wenn nicht, naja, dann ist das halt schon für meine Stimme, ne? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!